Die verschiedenen Lebensabschnitte, diese waren mit den Sonnenzyklen synchronisiert, die ungefähr 12¼ Jahre dauern. Mit jedem Sonnenzyklus sollte sich der Zyklus deines Lebens verlagern. Wenn du diese Bewusstheit einfach in deinen Kindern erwächst, werden sie mit viel mehr Weisheit damit umgehen. Namaskaram, Sadhguru. Ich habe ein 1-jähriges Kind, aber nichts in meiner 20-jährigen Ausbildung hat mich darauf vorbereitet, ein Elternteil zu sein. Kommt das Elternsein auf natürliche Weise? Du weißt, dass es nicht natürlich kommt. That's not an option. Das ist keine Option. Bis vor gerade mal einer Generation wurde dir vieles über die Ehe, über Kinder, über alles beigebracht. Jetzt ist unser Bildungssystem nur dazu da, der Industrie und der Wirtschaft zu dienen, nicht um den Menschen zu dienen. Bei unserer Bildung geht es nicht darum, großartige Menschen zu produzieren. Es geht nur darum, Manager, Vorgesetzte, Ärzte und Ingenieure zu produzieren. Du bist nur ein Rädchen in der laufenden Wirtschaftsmaschine. Nun, morgen früh das gesamte Bildungssystem zu ändern, steht außer Frage. Aber du könntest es für dich selbst und für deine Kinder ändern, wenn du gewillt bist. Es gab etwas, das Varnashramadharma genannt wurde, was die verschiedenen Lebensabschnitte sind, auf die ein Mensch vorbereitet werden musste. Von 0 bis 12 wurde als Balavastha angesehen. In dieser Zeit sollte ein Kind nichts tun. Er muss nur essen, spielen, schlafen. Kein ABC, kein 1, 2, 3, kein gar nichts. Denn bevor das Gehirn zu einer gewissen Größe aufblüht, es dann mit Informationen zu füttern oder ihm irgendeine Art von Zweck in seinem Bereich einzubringen, wird die Möglichkeit zerstören, seine volle Größe zu erreichen. In India. In Indien, everywhere maybe. Überall vielleicht, haben die Mangobauern einen bestimmten Prozess. Du wirst sehen, wenn man Mangosetzlinge pflanzt, fangen die Mangobäume oder Pflanzen ab dem 2. Jahr an zu blühen. Hast du das bemerkt? Im 2. oder 3. Jahr definitiv voller Blüten. Der gewissenhafte Mangobauer wird also im Januar, Februar daran gehen, jede Blüte abzupflücken, damit sie nie zur Frucht werden. Aber wenn du die Art Mensch bist, die Quartalsbilanzen aufstellt, wirst du jede Blüte zählen und sagen, okay, hier sehe ich 150 Mangos, 150 Mangos für je 10 Rupien, 1500 pro Pflanze, ich habe 10.000 Pflanzen. Du wirst ihnen erlauben, Früchte zu tragen. Ohnehin werden sie nicht gut gedeihen, aber sie können Früchte tragen. Aber wenn du das tust, wird dieser Baum nie zu voller Größe heranwachsen. Er wird nie sein volles Potenzial erreichen. Also sogar bei Pflanzen wissen wir das. Warum wissen wir das bei Kindern nicht? Wir wissen es, aber wir wollen, dass unsere Kinder ein bisschen besser sind als die Nachbarskinder, was eine ernsthafte Krankheit ist, die wir haben. Ja. Unser Problem ist, die Kinder unseres Nachbarn sagen, bereits 3-Jährige sagen, ich möchte Arzt werden. Das bedeutet also, du willst, dass die ganze Welt krank ist. Wenn ein 3-jähriges Kind sagt, ich möchte Arzt werden, sagt jeder, oh, das Kind meines Nachbarn, er möchte Arzt werden. Hey, was willst du werden? I don't know. Ich weiß es nicht. Na, hey, sag wenigstens irgendwas. At least say something. Das ist nicht die Krankheit des Bildungssystems, das ist die Krankheit, die in die Gesellschaft eingedrungen ist. Das Bildungssystem versucht, darauf einzugehen. Das ist einmal vorgekommen. Ich leite ein Kursprogramm in Chennai. Und etwas ereignete sich, und wir haben die Leute gebeten, mitzuteilen, was an dem Tag passiert ist. Dieser Mann mit einem wirklich ernsten Gesicht, traurig, sagt, meine Tochter, sie macht ihre Hausaufgaben nicht. Ich bin wirklich um ihre Zukunft besorgt. Was wird mit ihr geschehen? Wie soll ich? Ihr wisst schon so viele Dinge, sagte er. Ich dachte, vielleicht ist seine Tochter an der Universität. Irgendwelche Ärger, ihr wisst schon, nun gut. Dann fragte ich einfach, wie alt ist das Mädchen? Er sagte, 4½.
I said, you idiot. Ich sagte, du Idiot. Erstens, sie sollte noch nicht einmal zur Schule gehen. Und jetzt bist du darüber besorgt, dass sie ihre Hausaufgaben nicht macht und du machst dir Sorgen um ihre Zukunft. Welchen Job wird sie bekommen? Wer wird sie heiraten? You know. So we need to change. Von daher, wir müssen diesen Trend in der Gesellschaft ändern. At least in your life. Zumindest in eurem Leben, dass eure Kinder keine Produkte sind. Wann werden sie etwas produzieren? Nein. Zuallererst musst du verstehen, dass deine Kinder nur durch dich kommen. Sie kommen nicht von dir. Sie gehören dir nicht. Sie kommen durch dich. Du weißt schon, das Privileg zu schätzen wissen, dass sie durch dich gekommen sind, das ist alles. Glaube nicht, dass sie von dir gekommen sind. Es gibt keinen Besitzanspruch auf sie. Deine Aufgabe ist es, sie zu beschützen, sie zu nähren, bis sie an einen gewissen Punkt kommen, bis sie wissen, wie man dasselbe macht. Das ist alles. That's all. Deine Aufgabe ist es nicht zu schauen, wie viel du aus ihnen herausquetschen kannst. Ob sie dein Unternehmen morgen fortführen werden, ob sie Dinge tun werden, zu denen du nicht fähig bist. Nein, das ist nicht, um was es geht. Also dieses Varnashrama-Dharma war wie folgt. Ab 12 endet dein Balavasta. Jetzt beginnt dein Brahmacharya von 12 bis 24. 12 Jahre Disziplin und Lernen. Bevor du also mit Bildung ermächtigt wirst, wurdest du immer mit Brahmacharya initiiert. Was Brahmacharya bedeutet, ist, du... Brahman bedeutet die ultimative Realität. Charya bedeutet der Weg. Du bist auf dem Weg des Ultimativen. Das bedeutet, du bist nicht auf einem trennenden Weg. Das bedeutet, du bist nicht auf dem Weg eines Du gegen mich. Du bist auf dem Weg der absoluten Einbeziehung. Ohne alles als dich selbst einzubeziehen, solltest du nicht mit Bildung ermächtigt werden. Du musst ungebildet bleiben. Das ist am besten. Denn Bildung wurde als eine Ermächtigung angesehen. Wenn du in einer trennenden Art und Weise ermächtigt bist, was wir mit der modernen Welt gemacht haben, wird jede wissenschaftliche Erkenntnis und Technologie, die aufkommt, als erstes militärisch genutzt. Warum? Meine Nation gegen deine Nation. Mein Vater ist besser als dein. Mein Gott ist besser als dein Gott. Mein Vater ist besser als dein Vater. Denn sobald diese Trennung da ist und du ermächtigt wirst, ist alles, was passieren wird, dass die Hässlichkeit ermächtigt wird. Vor der Bildung kommt deshalb als erstes Brahmacharya. 12 Jahre, 12¼ Jahre lang, diese waren mit den Sonnenzyklen synchronisiert, die ungefähr 12¼ Jahre dauern. Mit jedem Sonnenzyklus sollte sich also der Zyklus des Lebens verlagern. Die ersten 12¼ Jahre sind Balavasta. Sobald du das überschreitest, sind die zweiten für Lernen und Disziplin. Sobald du das überschreitest, im Alter von 24, entscheidest du, ob du eine familiäre Lebensweise eingehen möchtest oder dich auf dem spirituellen Pfad gestalten willst. Aus freien Willen, nicht durch gesellschaftliche Zwänge. Jedes Individuum entsprechend seinen eigenen Wesenszügen. Nun, wenn du auf eine solche Art gemacht bist, dass dich die Gegensätze anziehen, gehst du damit in einer organisierten Art und Weise um. Du heiratest und Kinder, dieses, jenes wird passieren. Für die nächsten 24 Jahre bist du in Grihastashrama. Andernfalls mit 24 entscheidest du dich dafür, ein Sannyasi zu werden. Das ist geregelt. Es gab eine Zeit, als sich etwa 30% der indischen Bevölkerung dafür entschieden, Sannyasis zu sein, 70% entschieden sich, Grihastas zu sein, was an sich eine gute Bevölkerungskontrolle war. Dann im Alter von 48 Jahren löst man das Grihastashrama. Das ist verschwunden, nicht wahr? Kannst du es lösen? Falls du es annullierst, ist es durch Scheidung und sofort klammerst du dich an jemand anderes. Ein weiterer Hauswechsel, keine Aufgabe der Struktur. Mit 48 also ergreift man 12 Jahre lang Sannyas. Das bedeutet ein Auflösen der Familienstruktur. Denn wenn du mit 24 geheiratet hast, sind deine Kinder, wenn du 48 bist, über 20. Sie sagen es vielleicht nicht mit vielen Worten, aber sie möchten dich raushaben.
Entweder wollen sie weggehen oder du musst weggehen. Heutzutage entscheidet man sich dafür, dass sie weggehen müssen, nach amerikanischer Art. Aber in Indien entschieden sich die Eltern dafür, wegzugehen. Sobald die Kinder das Alter von 20, 24 Jahren überschritten hatten, zogen die Eltern aus. Das zu tun, ist eine vernünftige Sache. Ehemann und Ehefrau, die also 24 Jahre lang zusammengelebt haben, sie trennten sich. Bewusst. Nicht, weil sie Streit haben. Bewusst trennten sie sich, und es gab Einrichtungen, in denen sie für die nächsten 12 Jahre ihrem spirituellen Prozess nachgehen konnten. Im Alter von 60, jetzt nach 12 Jahren spiritueller Sadhana, nachdem sie die Erfahrung des Lebens gesehen haben, kamen sie nun wieder zurück. Das erste Mal heirateten sie aufgrund von körperlichem und emotionalem Verlangen. Diesmal heiraten sie erneut, aus einem ganz anderen Grund. Mit 60 findet eine Heirat statt. Diese eine Sache behalten heutzutage noch viele Menschen bei. Ihr wisst schon, sie leben zusammen und heiraten nochmal. Nein, nein, nur wenn du für 12 Jahre weggehst und dann wieder zurückkommst, bewusst. Als du das erste Mal geheiratet hast, warst du nicht bewusst. Bestimmte Zwanghaftigkeiten veranlassten dich zu heiraten. Jetzt gehst du sie bewusst ein. Sie kamen zusammen und dann gingen sie über zu Vanaprastha. Nicht um mit deinen Kindern oder Enkelkindern zu leben. Sie sehen, sie segnen und dann in den Wald gehen und leben. Das war die Ordnung des Lebens, was eine sehr weise Art ist, die Dinge zu tun. Nun gut, du kannst es heutzutage nicht genauso machen, aber du musst bewusst sein. An unterschiedlichen Abschnitten im Leben müssen unterschiedliche Dinge wichtig sein. Wenn du 60 bist und dir die gleichen Dinge wichtig sind, die dir mit 18 wichtig waren, bedeutet das, du kommst in deinem Leben einfach nicht voran, ist es nicht so? Die Dinge müssen sich ändern. Und du musst deinen Kindern bewusst machen, dass es so ist. Wenn du diese Bewusstheit einfach in deinen Kindern erwächst, dass das, was sie durchlaufen, nur eine Phase ist, es ist nicht alles. Sie werden angemessen damit umgehen. Aber in dem Moment, in dem ihre Intelligenz von ihren Hormonen gekapert wird, denken sie, das ist es. Wenn du ihnen einfach sagst, es ist in Ordnung, ich habe das auch durchgemacht, du machst es ebenfalls durch, es ist in Ordnung, es ist eine Phase. Das sind dann die verschiedenen Phasen des Lebens. Sehr jung, wenn sie sich dessen bewusst sind, werden sie mit viel mehr Weisheit damit umgehen, als sie heute damit umgehen. Die Menschen werden nicht so zwanghaft sein, wie sie es sind.